wie viel Hoffnung und Zuversicht haben Sie auch, dass wir jetzt vielleicht tatsächlich einen Punkt erreicht haben, dass wir sagen können, okay, auch die Politik, auch die Verantwortlichen haben das jetzt besser im Griff. Wir können jetzt ein bisschen auch mittelfristig, langfristig planen. Und letzter Nebensatz noch, und natürlich auch das Pflegepersonal und das Ärztepersonal, das Sie ja auch schon angesprochen haben, denen mal ein bisschen Perspektive auch bieten, dass nach 2 Jahren Dauerbelastung für die auch vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen Licht am Horizont kommt. Ich persönlich setze da große Hoffnung in unseren neuen Bundesgesundheitsminister, den Karl Lauterbach. Der ist ein ausgewiesener Experte. Der ist ja geradezu verschrien worden, weil er sich sehr viel in Talkshows im Fernsehen aufhält. Und man fragt, wann hat er sich denn in der Vergangenheit mehr um die Politik gekümmert als um die Talkshows. Aber in der Tat, er ist ein Experte. Und wir haben jetzt also wirklich einen Experten an der Spitze sitzen. Die Bundestagswahlen sind vorbei. Gott sei Dank, füge ich hinzu, denn jetzt kann man sich auch in Deutschland wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Uns vor Ort war immer klar, es wird zu einer weiteren Welle kommen. Und deswegen haben wir auch entgegen der Anordnungen von Bund und Land unsere Impfzentren nie geschlossen gehabt. Wir wurden dazu aufgefordert, haben das aber nicht getan, sondern haben die einfach etwas runtergefahren, auf kleinere Flamme weiterlaufen lassen. Und es war das große Glück, dass wir sie jetzt schnell wieder hochfahren konnten. Mhm. Das ist etwas, was wir an der Basis immer wieder bemängelt haben, dass die Politik doch recht kurzfristige Entscheidungen getroffen hatten, vielleicht auch manchmal sehr kurzsichtige Entscheidungen. Wir hätten uns da immer eine längerfristige Strategie gewünscht. Wir haben die Problematik in Deutschland, dass wir 16 Bundesländer haben. Die Bundesländer sind selber verantwortlich für die Krankenhauspolitik, für die Gesundheitspolitik, auch für die Sicherheitspolitik. Und der Bund selbst hat nur wenig eigene Zuständigkeiten. Der Bund in Deutschland ist vor allen Dingen verantwortlich für die Beschaffung und Bereitstellung vom Impfstoff und für übergeordnete Regelungen. Und das macht das Ganze etwas schwierig, weil wir auf der einen Seite eine Bundesregierung haben, die mit reinspricht, die aber gleichzeitig auch im Wahlkampf stand den Sommer über. Und auf der anderen Seite haben wir 16 Bundesländer, die ihrerseits wiederum eigene Regelungen getroffen haben. Und für uns war es oft unverständlich, wenn da Ministerpräsidentenkonferenzen gemeinsam mit der Kanzlerin stattgefunden hatten. Man hat gemeinsam gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit ein Ergebnis verkündet. Und am nächsten Tag sind dann trotzdem wieder alle 16 auseinandergelaufen. Und jeder hat wieder in seinem Bundesland doch andere Regelungen umgesetzt. Das war sehr mühsam, sehr schwer verständlich. Und ich hoffe, dass man jetzt endlich aus diesen gut 2 Jahren Pandemie lernt und da geschlossener und stringenter nach vorne schaut. Wir an der Basis tun alles, was wir tun können, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich durch diese Pandemie zu bringen. Wir haben die Testzentren nach wie vor am Laufen. Wir haben die Impfzentren wieder hochgefahren. Wir bieten mobile Impfungen an, starten diese Woche mit den Impfungen der unter 12-Jährigen. Also an uns wird es nicht scheitern. Wir stehen Gewehr bei Fuß 7 Tage die Woche. Mhm.